We're sorry. The number you have reached is not in service. Ja, hallo zusammen, hier ist wieder Uli Arz. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ja, der Jahreswechsel, da hat immer so ein bisschen was zu tun mit Rückschau, was war gewesen, und mit so einer bisschen Vorschau, was wird kommen, so die nächsten 12 Monate. Ich glaube, das macht so ziemlich jeder von uns, der so einigermaßen seine Gedanken zusammen hat. Ich mache das natürlich auch, und normalerweise verbringe ich die Zeit, wie auch in diesem Jahr, mit meiner Familie und mit ein paar wenigen Freunden in Holland am Nordseestrand. Du bist das größte Super-Arschloch, das ich kenne. Nee, das war super. Das ist ganz hervorragend. Es ist natürlich nichts zum Baden um die Jahreszeit, obwohl das ein paar Verrückte da auch tun. Aber ich genieße das einfach, stundenlang am Strand entlang zu laufen und einfach mal die Gedanken baumeln zu lassen, mal so an nichts Konkretes zu denken, denken zu müssen, sondern einfach mal so ein bisschen Sortierung reinzubringen und mal rein gar nichts zu tun. Das verschafft mir immer hinreichend Luft und Muße, mal so ein paar Gedanken zu drehen, was willst du eigentlich so die nächsten 4, 12 Monate machen, auf was sind eigentlich so die Schwerpunkte, und das sind einfach nur eine Handvoll Sachen, die ich mir da auf die Liste schreibe, aber die will ich dann auch richtig machen. Erstens will ich 1 oder 2 neue Musikalben produzieren. Da sind wir ja schon kräftig am Arbeiten. Wenn er hier den Kanal verfolgt, kriegt er das ja mit, dass ich da ganz fleißig dran arbeite mit meinem Bruder, mit dem Michael Joos und mit dem Uli Schiller. Mal sehen, was da rauskommt. Das lässt sich alles ganz gut an, kommen wir auch später noch dazu. Zweitens will ich ganz gern in Mitte dieses Jahres ein erfolgreiches 2. Field Tripping Fest nach Deutschland holen. Das ist eine ganz interessante Geschichte, kommt aus den USA. Da haben wir gespielt, als wir auf Tournee waren dort, und wir haben die Leute dort, die wir dort kennengelernt haben, haben wir in 2018 hier nach Deutschland geholt und haben ein erstes Festival hier veranstaltet, und das wollen wir wiederholen, und das wird dieses Jahr auch wieder stattfinden. Wir sind gerade dabei, die Location so auszumachen und dass das alles terminlich dann auch passt. Ja, natürlich will ich mehr publishen. Mehr in den Social Medias bringen, mehr Videos bringen, mehr Songs schreiben, mehr Songs veröffentlichen, mehr Fotos schießen, mehr Pics auf Instagram laden. Das sind so Schwerpunkte, die ich mir da so setze. Das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn man auch hinreichend fit ist. Und das ist last but not least auch auf der Liste, so ein bisschen mehr auf die Fitness zu gucken. Ich hatte so im letzten halben Jahr hatte ich so ein paar gesundheitliche Struggles, will ich es mal nennen. Und die müssen einfach weg. Und da gehört mit Sicherheit dazu, dass man sich ein bisschen fitter hält. Ja, aber vor lauter Seele baumeln lassen und Rückschau und Vorschau haben wir es uns trotzdem nicht nehmen lassen, auch noch ein bisschen was an unserem Demo zu produzieren und zu arbeiten. Wir wollten nämlich die Zeit nutzen, in der Michael Joos noch hier in Deutschland verweilt. Der fliegt nämlich jetzt die Tage wieder zurück nach Los Angeles, und dann können wir wieder alles nur mit File-Transfer hin und her arrangieren. Und wir haben die Gelegenheit, nochmal schön was hier zu arbeiten an dem Teil. Und da möchte ich euch zu einladen. Bleibt einfach dran und schaut's euch und hört's euch einfach an. Take a look at yourself. Think it over now. Think it over. Das war ehrlich gesagt das längste, eigentlich jemals ein Gitarrist, den Lautstärkeregler gesucht hat. Ja, einfach ein paar zusätzliche Sachen haben wir da noch aufgenommen. Ich habe noch ein bisschen Piano drauf gespielt, habe noch eine Orgelspur drin hinterlegt, um das Ganze so ein bisschen zu binden. Der Andreas hat noch ein bisschen Tambourin draufgeschlagen, drauf geklöppelt. Und am Ende haben wir uns noch ein bisschen ausgelassen, der Michael und ich, an E-Gitarren. Ja, und viel mehr haben wir da überhaupt nicht mehr gemacht an der Sache dran. Das, was noch fehlt, ist noch ein echtes Schlagzeug. Und dann wird gemischt und gemastert, und dann war es gut. Dann ist der Song fertig.
Übrigens, den Micha Joost könnt ihr ab Sonntag, den 13. Januar, wieder wöchentlich in seiner Radioshow bewundern. Bei Radio Venice, live aus seinem Studio, streamt er da mit ganz hervorragenden Gastmusikanten und er selbst spielt da auch immer mal wieder ein. Guckt euch das mal an, das ist wirklich sehenswert und hörenswert vor allen Dingen. Das war's von mir heute. Bleibt mir gewogen, bleibt dem Kanal gewogen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.